Jo, moinsen liebe YouTuber, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute mal ein bisschen eine andere Location. Ich habe das hier oben an mein Sonnenarmaturenbrett angebracht und heute gibt es halt einfach mal, ja, eine kleine, ja, Flohmarktfolge. Als erstes war ich bei einem Videothek, ne, der leider aufgeben musste. Mit dem habe ich mich ein bisschen unterhalten. Und ja, wir sind ein bisschen ins Gespräch gekommen und bei ihm habe ich halt zwei Titel gekauft. Ne, einmal so eine Art Burning Paradise. Ich weiß nicht, was das für ein Film ist. Hoffentlich sieht man das ohne Spiegelung. Ne. Der scheint wohl auch richtig hart zu sein. Keine Abgabe an, ja, an Erwachsenen und so weiter. Regisseur von Maximum Risk und Replicant. Okay, auch nicht schlecht. Ja, aus seiner Videothek. Ne, das, ich habe jetzt für zwei Titel halt 2,50 gezahlt. Und ja, scheint wohl auch ein etwas härterer Film zu sein. Hier steht 104 Minuten ab 18 Jahren. Steht ja nicht. Hier steht drauf Vermietung und Verkauf nur an Erwachsene, strafrechtlich unbedenklich. Spio JK. Ja, ich bin mal gespannt bei dem Film. Oh, das kann man echt schwer erkennen, ne? Ja, so kann man es vielleicht ein bisschen erkennen. Ja. Sagt mir noch nichts. Sieht nach Martial Arts aus. Ja, von Mo Asia. Oh. Interessant. Und Dieter Bohlen, der Film, hat mir auch noch gefehlt in der Sammlung. An das Ding ist ja richtig schwer ranzukommen. Gibt es auch nicht mehr kostenlos irgendwo zu streamen. Der kostet, ja, jetzt auch die DVD ist echt schwer zu bekommen. Ich finde den Film halt einfach toll. Hier hat man das damals ja noch so mit Kapitelansicht gemacht. Und ja, über Dieter Bohlen, der Film. Ja, einfach lustig sein Werk. Und boah, die Disc sieht auch noch in Ordnung aus. Ne? Und boah, von Universum Film. Und der ist auch schon etwas älter, ne? 2006, genau. FSK 6 ist auch unzensiert. Manchmal schlüpfrige Geschichten dabei mit Verona und Nadel. Nadel. Erinnert mich jetzt immer noch so ein bisschen. Ja, sehr, sehr schön. Und ins Gespräch sind wir da gekommen so ein bisschen. Und ich habe es dann halt ihm dann auch noch gesagt, dass ich das ein bisschen schade fand, dass er jetzt seine Videothek aufgeben musste. Naja, ist es Zahn der Zeit, ne? Ja. Und ja, ist halt schade. Und dann war ich ja noch bei meinem Dealer des Vertrauens. Hoffentlich hält das jetzt noch so ein bisschen. Ja. Ich hoffe, dass das so ein bisschen hält. Ja, mir mal wieder zurück in die Sammlung geholt. Meine Frau, die Spartaner und ich. Ne? Wie oft habe ich den jetzt schon in der Sammlung gehabt? Und ich habe mir hier die Discs jetzt noch gar nicht angeguckt. Och ja, sieht doch in Ordnung aus. Ne? Lustige Verarschung im Kino. Damals war ich nicht so begeistert von. Aber ich finde, den kann man sich mal geben. Meine Frau, die Spartaner und ich. Und hier habt ihr sogar noch die Extended Version dabei. Mit hier wurde dann auch noch eine Szene aus James Bond Casino Royale verarscht. Mit dem Hodensack und dem Schappi. Und, und 300 Verarschung. Hier, ich sag jetzt einfach mal, ja, Nippel abreißen und dann wieder rantackern die Kette. Ne? Ja, 83 Minuten. Hier bekommt ihr Slapstick-Humor und ja, der Slapstick-Humor ist ziemlich drüber bei dem Film. Aber es ist, wie gesagt, 20th Century Fox. Ne? Und deswegen nimmt man das auch nochmal mit, weil 20th Century Fox jetzt aufgekauft worden ist. Ne? Ja, ja. Und für diesen Stapel habe ich jetzt 10 Euro bezahlt. Boah, ist eigentlich ganz gut. Ne? Ja.
ich fand den jetzt eigentlich ganz, ganz lustig. Im Kino war ich da so, muss das jetzt wieder sein? So eine komplette Verarschung hier von Regency. Ne? Kindheitserinnerung, ein Schweinchen namens Babe. Ne? Der fehlte mir auch noch in der Sammlung. Das ist ein richtig schöner Kinderfilm. Kindheitserinnerung hatte ich damals auch auf VHS gehabt. Die Disc. Sieht auch noch ganz gut aus. Ja. Ich hoffe mal, jetzt passt das gut mit dem Licht. Und hier hat man, das ist aber auch, hier hat man dann auch noch das Booklet dabei. Ja, mit der ganzen Werbung drinne. Schweinchen namens Babe, ne? Muss ich, glaube ich, auch nicht mehr viel drüber erzählen, über den Film. Ne? Schweinchen. Und ihn hier kennt man auch noch aus Eraser, genau. Ihn hier. Ich hoffe, man kann das jetzt alles gut erkennen, ne? Nicht, dass ich das jetzt so ein bisschen unscharf ist, ne? Dann, genau. Das Schicksal ist ein mieser Verräter. Der Film ist echt traurig, böse gemacht. Ja, es handelt sich hier um Krebspatienten, die, ich glaube, dass die Freundschaft geschlossen haben. Und ja, sie und er, sie sind halt schwer krank und gehen zur Chemotherapie. Und ich glaube, einer oder zwei Leute sterben, glaube ich auch. Also das ist schon echt harter Tobak. Ja, selbst so ein für mich ist das schon harter Tobak, weil Krebs ist echt scheiße. Das wünscht man echt niemanden. Und hier sind tatsächlich, ich weiß jetzt gar nicht, sind hier zwei Versionen drauf? Ne, hier ist tatsächlich auch nur eine Version drauf. Ich glaube, das ist die Kinoversion mit 121 Minuten. Ja, oha, jetzt ist es mal ganz kurz dunkel geworden. Ja. Das Schicksal ist ein mieser Verräter. Ja. The Fall in Dur Stars. Ja. Und hier noch durch Two and a Half Men. Diese eine Szene, wo Charlie Sheen und Jake, ich habe ihn hier, die durch die Hölle gehen, gucken lassen, ne? Wegen Militärcamp. Und ich habe den immer noch nicht gesehen. Und ich habe den jetzt heute mal gesehen. Die durch die Hölle gehen mit Robert De Niro, Christopher Walken. Ja, ausgezeichnet mit 5 Oscars, bester Film und beste Regie. Und ich habe jetzt nur viel Gutes über den Film gehört. Hier hat eine 16er Freigabe. Und ist ein Arthouse-Film. Ja. Erstmal die Disc angucken. Jo. Sieht alles intakt aus. Arthouse. Ich glaube, mit Arthouse-Filmen kann man nichts mit verkehrt machen. Nichts mit verkehrt machen, wollte ich jetzt gerade sagen. Nichts mit verkehrt machen. Und ja. Kriegsthematik. Menschenjagd im Dschungel von Vietnam. Oscar, 5 Oscars hat er jetzt gekriegt, genau, von 78 ist er, meine Güte, ja, hat er auch schon ein paar Jahre hinter sich, ne, so lange wie Michael Myers, ne, und Halloween, ne? Arthouse, ja gut, die Hülle muss man dann mal ein bisschen austauschen, hier ist das schon ein bisschen kaputt, und 175 Minuten, ist ein bisschen länger, der Film. Ja. Hier bekommt ihr denn das ganze Artwork denn noch zu sehen. Und ja, das war's mit meiner kleinen Ausbeute. Ne? Heute an dem Sonntag, ne, kann ich euch ja dann nochmal... Der 18.06.2023. Jo, fahr mal hier rauf, das darfst du auch. Und ja, das ist alles...
recht gut gewesen. Ne? Was habe ich hier jetzt bezahlt? 10, 12, ich glaube 12,50 habe ich jetzt bezahlt für den ganzen Stapel Filme. Ne? Das ist okay. Das ist okay. Also bei den Blu-rays war nichts dabei. Bei dem Filmhändler war ich jetzt bestimmt, oh, bestimmt schon über eine halbe Stunde oder so. Ne? Aber das ist eben so. Ja, ein paar Filme muss man dann natürlich immer noch mal ein bisschen in der Sammlung haben. Und ich bedanke mich fürs Einschalten. Jetzt wird's warm. Ich schwitze. 26 Grad. 10.27 Uhr haben wir es jetzt. 28. Und ich bedanke mich fürs Einschalten, Leute. Haut rein. Lasst euch nicht von der Sonne verbrennen und immer schön viel trinken.